Allein der Bund muss in der Sekunde 811 Euro Zinszahlung leisten. In nur 15 Sekunden werden damit einen Kita-Platz finanziert. Deswegen müssen wir endlich aufhören, neue Schulden zu machen. Und deswegen ist die Schuldenbremse im Grundgesetz sehr wichtig. Wir müssen auch weiterhin in Zukunft investieren, aber wir müssen mit dem auskommen, was eingenommen wird. Und Deutschland hat zurzeit die höchsten Steuereinnahmen. Vor dem Hintergrund verbietet es sich, weiterhin Schulden zu machen, sondern wir müssen wirklich damit sorgsam umgehen, damit wir einerseits für die Zukunft auch jetzt schon Gestaltung annehmen, indem wir keine Haushalte auf Verschuldung machen. Und andererseits müssen wir dafür Sorge tragen, dass unser Finanzsystem stabil bleibt. In der Vergangenheit wurde immer gesagt, dass wir uns auch für die Zukunft verschulden, indem man Schulen, Autobahnen oder andere Sachen baut. Tatsächlich wurde das Geld aber dafür ausgegeben, indem mehr Beamte eingestellt worden sind, indem konsumtive Ausgaben gemacht worden sind. Insofern wird von diesem Schuldenberg die zukünftige Generation nur das haben, was wir jetzt beobachten, nämlich enorme Zinslasten. Und diese Zinslasten werden letzten Endes auch die demokratische Entscheidungsfreiheit zukünftiger Generationen stark beeinträchtigen.